gleich mal an mit einer wichtigen Frage. Wann brauche ich überhaupt eine Landingpage? Die meisten oder ich hoffe, alle von euch haben natürlich eine Webseite und da denkt ihr euch vielleicht so ein bisschen, warum muss ich jetzt eine extra Landingpage bauen? Warum kann ich nicht einfach meine Webseite benutzen? Und es ist natürlich super, dass ihr eure Webseite habt, denn eure Webseite ist auch ganz, ganz wichtig, ne? Ihr wollt natürlich von euren Kundinnen gefunden werden, ihr wollt eure Präsenz zeigen. Es ist natürlich auch ein günstiges Marketing-Tool, wenn man eine Webseite hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach bestimmte Situationen, in der eine Landingpage einen ganz klaren Vorteil hat. Und das sind zum Beispiel gezielte Werbekampagnen. Das heißt, wenn ihr euren Traffic zum Beispiel, wie hier im Top of Funnel, über Social Media Ads oder Google Ads oder irgendwelche anderen Paid-Channels generiert, dann macht es immer Sinn, diesen Traffic auch auf eine Landingpage zu leiten. Gerade wenn es um themenbezogene Kampagnen geht oder vielleicht auch zeitliche begrenzte Sachen wie Black Friday-Angebote, Weihnachtsaktionen oder spezielle Events. Denn ihr könnt nämlich dann auf der Landingpage wirklich zielgruppenspezifisch ansprechen. Ihr könnt auch verschiedene Kundensegmente ansprechen. Ihr könnt da ganz klar auf die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen einer ganz bestimmten Kundengruppe eingehen. Und das schafft ihr leider mit eurer Webseite nicht. Denn eure Webseite gibt natürlich ganz viele Informationen. Da wollt ihr natürlich viel mehr mitgeben und nicht nur eine bestimmte Kundengruppe ansprechen. Und da ist der Vorteil natürlich wirklich bei einer Landingpage, ne? Da könnt ihr wirklich relevanter sein, da könnt ihr fokussierter sein. Und das ist natürlich super für eure Kundengruppe. Die fühlen sich natürlich persönlich angesprochen. Und deswegen, ja, erhöht sich wahrscheinlich auch dadurch allein schon eure Conversion. Natürlich hat die Landingpage auch den Vorteil, dass ihr den Erfolg eurer Kampagne einfacher messen könnt. Ihr habt jetzt quasi nicht den Traffic von Google-Suche oder von irgendwelchen E-Mails oder sonstigen anderen Kanälen, wo eure Webseite vielleicht verlinkt ist, sondern bei eurer Landingpage wisst ihr ganz genau, von wo euer Traffic kommt und ihr könnt dementsprechend auch gucken, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert? Und da ist nämlich, das bringt mich gleich zum letzten Punkt. Eine Landingpage ermöglicht es euch wirklich ganz einfach zu experimentieren, ein paar verschiedene Sachen zu testen, oh, da kommt gerade meine Katze runter, verschiedene Dinge zu definieren und auszuprobieren. Und das ist natürlich der ganz klare Vorteil von eurer Landingpage, ne, gegenüber eurer Webseite. Gut, jetzt wissen wir, Landingpages sind super, die brauchen wir. Und jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wie baut man denn so eine Landingpage überhaupt auf? Und es gibt da wirklich so ein paar Kernelemente, die jede erfolgreiche Landingpage haben sollte. Und diese Grundlagen sind wirklich wichtig, weil sie den Prinzipien der Überzeugung folgen. Und das sind halt letztendlich Elemente, die wirklich dazu dienen, eure NutzerInnen, eure BesucherInnen zu konvertieren und ja, damit ihr quasi am Ende eure Leads einsammeln könnt. Leads, was ich damit meine, das kann was immer sein, ihr auch definiert. Das kann natürlich sein, es sind Kandidaten, wenn ihr jetzt eine Recruiting-Firma seid, es sind potenzielle Kunden, es sind Events-Anmeldungen, ganz egal, was es ist, diese Elemente braucht ihr auf jeden Fall für eure Landingpage. Und dann fangen wir natürlich oben an. Wenn wir auf unsere Landingpage kommen, dann landen wir natürlich ganz oben. Und was uns hier gleich als erstes ins Auge sticht, ist der sogenannte Hero. Und den Namen, den verdient er auch wirklich so, denn hier ist der erste Eindruck zählt. Und wir kennen es von uns selbst. Manchmal können wir innerhalb von wenigen Sekunden entscheiden, ob wir auf einer Seite bleiben wollen oder ob wir uns wieder wegklicken. Und deswegen ist der Hero nämlich ganz wichtig. Ihr wollt hier die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Punkte lenken. Ihr wollt hier euren BesucherInnen schon wirklich das Wichtigste an die Hand geben. Und ihr wollt natürlich visuell auch ansprechend sein. Das heißt, wir haben jetzt hier, wenn wir mal auf unserer rechten Seite gucken, wir haben jetzt hier unser Hero-Bild. Kann aber auch ein Video sein, es kann ein GIF sein, ganz egal, was auch immer. Hauptsache, es passt zu eurer Marke und Hauptsache, dass die Grafik liefert einen Mehrwert. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier nicht einfach ein allgemeines Foto von irgendwo hernehmt, sondern es muss wirklich zu eurer Markenidentität passen. Es sollte das unterstreichen, was ihr eben hier im Hero erzählen wollt. Darüber seht ihr jetzt unser Logo. Logo auch immer ganz wichtig im Hero, damit jemand, der von der Werbeanzeige rüberkommt, sich gleich identifizieren kann und weiß, okay, das ist die gleiche Firma, hier bin ich richtig. Und dann natürlich das Wichtigste im Hero, das Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal ist wirklich
eure Schlüsselzutat dafür, um euch von der Masse abzuheben, um euch von eurer Konkurrenz abzuheben. Hier wollt ihr wirklich schon punkten. Und da gibt es verschiedene Abschnitte für das Alleinstellungsmerkmal. Ihr habt eure Überschrift. Die Überschrift soll wirklich prägnant sein, wirklich kurz und auf den Punkt gebracht. Ihr wollt hier keine poetischen Ausschweifungen. Da habt ihr leider gar keinen Platz für, sondern ihr müsst jetzt wirklich mit ganz wenig Platz und wenig Wörtern auf den Punkt bringen, was eure BesucherInnen eigentlich hier sollen, was ihr bietet. Und dann habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, mit einem unterstützenden Text ein bisschen ausführlicher zu werden. Wir haben hier jetzt zwei Paragraphen, schon relativ lang vom Text her. Also das kann gerne noch ein bisschen kürzer, weil man muss sich natürlich bewusst sein, dass je länger der Text ist, desto weniger wird auch eigentlich aufgenommen, ne? Also ihr müsst wirklich zusehen, dass ihr hier im Hero wirklich ja, auf den Punkt euch kommuniziert, was euch jetzt besonders macht. Und dann als letzten Punkt für den Hero natürlich, bietet schon mal einen Call to Action Button, das heißt einen CTA. Ihr wollt natürlich die Möglichkeit geben, dass eure BesucherInnen sofort handeln können. Sie kommen von der Werbeanzeige, sie wissen also schon, worum es eigentlich geht und vielleicht sagen sie, super, das ist genau das, was ich gesucht habe. Und hier gebt ihr gleich die Möglichkeit, dass, ja, dass sie handeln können und dass sie eben klicken können und dann zu eurem Flow, zu eurem interaktiven Formular geleitet werden. Hier nochmal ein anderes Beispiel, ein zweites Beispiel, ähnlicher Aufbau. Ihr seid natürlich hier auch wirklich, ja, ihr könnt hier kreativ sein, ihr könnt experimentieren. Das ist natürlich, ihr müsst das nicht so aufbauen. Links Text, rechts Bild. Es macht natürlich Sinn, dass links der Text ist. Einfach so vom Lesefluss her macht es Sinn, dass das Bild, das visuelle rechts auf der Seite unterstützend ist. Ihr könnt aber auch zum Beispiel ein Hintergrundbild nehmen, wenn ihr sagt, ey, ich möchte eigentlich nur Text haben und Hintergrund, der soll sich ein bisschen absetzen, ein bisschen visuell nett sein. Auch völlig okay. Was auch immer für euch passt. Dann unser nächstes Kernelement, ganz wichtig. Hier geht es um die Features und den Nutzen bzw. den Vorteil. Und eigentlich möchte man gerne beides zusammen auf der Landingpage präsentieren. Das heißt, das Feature ist ja eigentlich nur die Eigenschaft von eurem Produkt, von eurer Dienstleistung. Hier könnt ihr quasi aufzählen, was ihr alles könnt. Und der Nutzen soll dann eben zeigen, warum ist das jetzt eigentlich von Vorteil für den Kunden. Und das ist natürlich immer als Kombi ganz stark und auch wieder so ein weiterer Abschnitt, von dem ihr euch absolut abheben wollt von der Masse. Ihr wollt hier wirklich punkten und Sachen aufzählen, die euch besonders machen, die für euch herausstechen in eurer Industrie und auch gegenüber eurem Wettbewerb. Und genau, die Verbindung zwar quasi zwischen Features und Nutzen. Ihr verbindet hier die rationale Ebene mit der emotionalen Ebene. Und das ist bei Kaufentscheidungen natürlich immer ganz wichtig, weil wir eigentlich immer emotional unsere Kaufentscheidung treffen. Deshalb ist es auch gut, wenn man das versucht zu kombinieren. Man kann es auf verschiedene Art und Weise machen, man kann es ganz verschieden präsentieren. Das zeigt uns Laura nachher nochmal, wie man das am besten umsetzen kann. Dann, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, Vertrauen generieren und ein bisschen das Risiko mindern für die BesucherInnen. Und ein ganz wichtiger Punkt hier ist wirklich der Social Proof. Ihr braucht unbedingt ein paar Faktoren von außerhalb, die zeigen, dass ihr gut seid, dass ihr legit seid sozusagen. Und zwar könnt ihr das in ganz verschiedenen Formen machen. Ihr könnt es zum Beispiel als Testimonial machen. Ihr habt jetzt hier ein Kundenzitat, wo gezeigt wird, warum ihr super seid. Dazu habt ihr den Namen der Person, ihr habt die Position aus der Firma und ihr habt natürlich die Firma selbst und im besten Fall natürlich auch ein Foto, weil je authentischer das wirkt, desto besser ist es, desto ansprechender ist es. Und man kann sich da natürlich schneller reinversetzen, auch gerade wenn ich sage, ich gebe hier auch die Rolle an, die sie gespielt haben, ne? Zum Beispiel ich als Produktmarketingmanagerin, wenn ich ein Zitat sehe von von einem anderen Produktmarketingmanager, fühle ich mich natürlich gleich angesprochen und denke mir, okay, wenn das für die passt, vielleicht passt es ja auch für mich. Dann geht es natürlich noch weiter. Die Logobar, ganz wichtig, zeigt eure Kunden, zeigt, mit wem ihr zusammenarbeitet. Natürlich, wenn es große Marken sind, das kommt immer gut an, wenn, ne, wenn Leute, die
die Firmen kennen, dann ist das natürlich gleich so ein Aha-Effekt. Super, die arbeiten mit denen zusammen. Aber selbst wenn ihr erstmal nur kleinere Kunden habt, die sind alle relevant. Es ist alles wichtig, dass ihr das aufzeigt. Und gerade natürlich aus eurer Industrie, eure Zielgruppe, die kennen die anderen Kunden wahrscheinlich auch, ne? Das ist natürlich immer das Industriewissen, was man dann auch mitbringt. Von daher ist das auch ganz wichtig, dass man sieht, okay, ihr habt da wirklich gute Firmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Dann natürlich Zertifikate, Auszeichnung, Preise, alles, was irgendwie relevant ist. Ihr seid vielleicht eine digitale Marketingagentur und habt besten Content Award gewonnen oder was auch immer es da gibt, zeigt das natürlich auf. Alles, was relevant ist für eure Zielgruppe, gebt ruhig an, zeigt es an. Das kann definitiv nur positiv sein. Und als letzten Punkt, ganz wichtig, Bewertung. Da gibt es ganz viele verschiedene Portale. Ihr könnt Google Review nehmen oder Portale wie Capterra oder Trust Radius. Für Recruiting ist vielleicht Kununu ganz wichtig. Da wisst ihr natürlich am besten, welche Portale für eure Zielgruppe relevant sind. Wo schauen die sich um? Und das könnt ihr natürlich hier aufzeigen. Allgemein gilt natürlich, und das gilt eigentlich für die gesamte Landingpage, täuscht nichts vor, seid da wirklich ehrlich. Wenn ihr vielleicht noch nicht so viele Kundenzitate habt, dann setzt euch das als Aufgabe, schreibt eure zufriedenen Kunden an. Eigentlich sind immer alle, glaube ich, sehr gewillt, da auch auszuhelfen. Zumindest unsere Kunden sind da immer ganz lieb unterwegs und helfen uns da aus, wenn wir mal wieder einfach frische Zitate brauchen. Genau. Als letztes Kernelement haben wir natürlich den Call to Action. Ich habe es schon mal angesprochen im Hero. Es ist natürlich ganz wichtig, ihr wollt eine klare Nutzerführung hier haben. Von daher solltet ihr auf eurer Landingpage wirklich einen Call to Action haben, also eine Aktion haben, die für euch jetzt am besten passt. Je nachdem wirklich, was ihr erreichen wollt. Egal, ob es jetzt Newsletter-Anmeldungen sind oder Anmeldungen zu einem Event oder ihr wollt vielleicht, dass jemand sich ein persönliches Angebot einfordert, oder sich bewirbt. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ganz viele verschiedene auch Benennungen, die ihr nehmen könnt. Da ist wirklich so ein bisschen Testen angesagt. Ihr könnt euch natürlich auch immer Inspiration auf anderen Landingpages holen. Das ist absolut erlaubt, da zu gucken, wie andere das machen und da sich ja, inspirieren zu lassen. Genau. So, das ist erstmal unsere Struktur. Laura wird euch nachher nochmal zeigen, wie ihr das alles umsetzen könnt. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein in unsere Best Practices. Und da benutze ich jetzt mal einen Begriff, den, glaube ich, jeder kennt, der sehr geläufig ist, above and below the fold. Wo das eigentlich herkommt, das ist so ein Überbleibsel aus dem Verlagswesen, da sich bei Zeitschriften in der Mitte der Seite natürlich tatsächlich immer diese Falte gebildet hat. Und das heißt quasi, alles, was oberhalb der Falte ist, ist above the fold und alles, was unterhalb dieser Falte ist, ist below the fold. Und das können wir natürlich ganz einfach auch auf das Konzept Webdesign widerspiegeln. Und das heißt, alles, was im Blickfeld für die BesucherInnen ist, ohne dass sie scrollen müssen, ist above the fold und alles darunter ist below the fold. Und da ist natürlich ganz wichtig wieder unser Hero, wie schon angesprochen, weil das ist das Erste, was jemand sieht, wenn er auf eurer Landingpage landet. Und hier ist natürlich ganz wichtig, dass der ansprechend aussieht, dass er auffällig ist, dass die wichtigsten Informationen geballt in diesem Hero sind. Und das macht es natürlich auch wieder schwierig, weil ihr sollt ihn auch nicht überladen. Es soll aber genug Informationen geben. Also so ein Hero kann wirklich sehr, sehr viel Arbeit machen, und ist immer gerne so ein Abschnitt, der auch gerne getestet wird, experimentiert wird mit, damit man einfach wirklich gucken kann, was funktioniert jetzt hier. Und ein ganz wichtiger Punkt für dieses Above and Below the Fold ist eigentlich, ihr wollt natürlich eure BesucherInnen dazu bringen, zu scrollen. Und wie macht ihr das? Mit der Vermeidung der Vollständigkeit der Illusion. Und was das heißt, eigentlich seht ihr hier in unserem Beispiel in den Do und den Don't. Ihr seht jetzt hier in dem Don't, unser Hero füllt jetzt den kompletten Bildschirm aus und man sieht eigentlich gar nicht, was da drunter kommt. Und im Do seht ihr schon so ein bisschen, okay, der Hero ist ein bisschen verkürzt und ihr seht jetzt so den Anschnitt vom nächsten Abschnitt. Und das ist eigentlich ganz wichtig, weil da weiß ich, okay, darunter kommt noch was. Gerade wenn ich mich jetzt hier bewerben will, dann sehe ich da drunter gleich offene Stellen. Für mich natürlich super interessant. Ich muss natürlich gucken, was für offene Stellen bietet die Firma jetzt hier an. Vielleicht ist was für mich dabei. Und so könnt ihr quasi wirklich
versuchen, eure NutzerInnen dazu zu bringen, tiefer zu scrollen und weiterzugehen, indem ihr ihm zeigt, darunter kommt noch was ganz Interessantes und was ganz Wichtiges für euch. Genau. Dann kommen wir gleich mal so ein bisschen zu unseren Design-Tipps. Als erstes schauen wir uns mal ein bisschen die Farben an, weil Farben ist natürlich was ganz Wichtiges. Farben haben einen Einfluss auf unsere Stimmung. Farben können ganz viel beeinflussen. Von daher ist es ganz wichtig, dass ihr hier eure Markenidentität natürlich wieder zeigt. Ganz klar, ihr wollt natürlich den gleichen Look und Feel bieten, wie ihr mit eurer Webseite bietet, wie ihr mit anderen Materialien bietet, wie ihr natürlich mit eurer Werbeanzeige bietet. Deswegen ganz wichtig, dass ihr hier auch ein bisschen Farbe benutzt. Natürlich nicht zu viel. Ihr wollt nicht super bunt sein. Es soll immer noch ein einheitliches, ansprechendes Design sein. Aber ganz wichtig hier, nämlich in dem Fall, sind die Akzentfarben. Und ihr seht jetzt hier in unserem Beispiel zum Beispiel, grün soll unsere Akzentfarbe sein. In dem Don't ziemlich viel ist grün, man weiß gar nicht so richtig, wo man hingucken soll, wo wird jetzt mein Blick hingeleitet, irgendwie überall und nirgends. Und im Du, ihr seht, wir haben jetzt hier die grüne Sache wirklich nur auf dem CTA und auf so einen kleinen Abschnitt im Text und sofort fällt mein Blick natürlich auf diesen CTA. Und das ist ganz wichtig, ihr wollt mit den Akzentfarben wirklich den Blick führen und leiten. Wo möchtet ihr, dass eure Besucher hingucken? Und natürlich wollt ihr, dass sie zum CTA gucken. Ganz wichtig. Deswegen seht ihr eigentlich immer auf allen guten Landingpages wirklich diese Signalfarbe für den CTA-Button. Ne? Das ist ganz normal. Der Rest soll relativ clean gehalten werden, ein bisschen sauber. Ihr wollt einen großen Kontrast haben von Hintergrund und Text. Ganz wichtig, dass die Lesbarkeit da ist, egal auf welchem Gerät, dass man das wirklich sofort erkennen kann. Genau, deswegen hier geht sparsam um mit kräftigen Farben. Das gleiche gilt auch bei der Typografie. Ihr wollt hier Schriftarten wählen, die gut lesbar sind. Also Sans-Serif-Schriftarten wie Arial oder Helvetica eignen sich oft gut für digitale Anwendungen, weil sie wirklich klar zu lesen sind. Verwendet idealerweise nicht mehr als 2 bis 3 verschiedene Schriftarten. Das heißt, eine für die Überschrift, eine für den Fließtext und eventuell noch eine andere für Akzenttexte. Das gilt auch bei der Schriftgröße und bei den Gewichtungen so. Ihr wollt wirklich ein sauberes Design hier haben. Das heißt, ihr wollt nicht zu viel in Fett oder in Kursiv, in verschiedenen Designs haben. Ihr wollt eine klare Hierarchie bieten zwischen Überschriften und dem Fließtext, damit Informationen wirklich schnell erfasst werden können. Das ist nämlich ganz wichtig. Ihr wollt nicht zu viel auf einmal. Ihr wollt keine Wand von Text haben. Ihr wollt eigentlich Abschnitte haben. Ihr könnt natürlich auch mit Bullet Points arbeiten. Das ist auch immer sehr gut. Das ist visuell schnell erkennbar. Auch etwas, was uns natürlich Laura später nochmal zeigt, wie man das gut hervorheben kann. Genau, und dann, wenn wir uns ja mal Abstände angucken. Abstände sind ein ganz wichtiger Spielplatz, wenn es darum geht, dass die Seite nicht zu überladen wirkt, dass man eine gute Navigation hat durch die Seite. Ganz wichtig nämlich, dass man auch ein bisschen den White Space, also den Weißraum zwischen den einzelnen Abschnitten nutzt, dass man Abstand hat zwischen Überschrift und Fließtext, dass man wirklich so ein bisschen Freiraum auch fürs Auge gibt, und das nicht alles zu sehr in kurzen Abständen hält. Ihr könnt natürlich hier als Extra-Tipp, wenn ihr verschiedene Abschnitte habt, mit Hintergrundfarben spielen. Das heißt, ihr könnt jetzt immer einen Abschnitt im Weiß lassen, der andere ist vielleicht mit einer hellen Farbe hinterlegt, so navigiert sich das Auge leichter von Abschnitt zu Abschnitt. Das gleiche gilt natürlich für Trennlinien, wenn ihr da noch eine Trennlinie drunter legen wollt. Genau, und dann natürlich allgemein gehalten für Design-Tipps, konsistente Designelemente wie Schriftarten, Farben, Layout, CTAs, das alles schafft eine einheitliche und vertraute Benutzerführung. Und BesucherInnen können sich wirklich intuitiv auf eurer Seite zurechtfinden, ohne von irgendwelchen verschiedenen Elementen verwirrt zu sein, die ablenken, und die vielleicht einfach ja, nicht zielgerichtet sind, ne? Und ihr wollt natürlich mit einer angenehmen Benutzerführung auch die Verweildauer verlängern, mehr Interaktion hervorrufen und dann natürlich hoffentlich auch ja, das Ausfüllen eures Formulars fördern. Und das gilt natürlich über die Landingpage hinaus. Das heißt, ihr solltet auch bei der Konsistenz wirklich eure Werbeanzeigen mit eurer Landingpage abstimmen. Ihr wollt ein einheitliches Bild haben, ihr wollt eure Marke stärken, ihr wollt Wiedererkennungswert haben. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr diese Elemente miteinander verbindet.
Dann natürlich ganz wichtig, unser Call to Action. Ich habe es schon ein bisschen angesprochen, auch beim Aufbau. Oh, jetzt bin ich einmal zu weit gegangen. Ihr wollt natürlich etwas haben, das gleich ins Auge fällt. Deshalb wollt ihr eure Akzentfarbe haben für euren CTA. Ihr wollt euren primären CTA schon im Above Default platzieren, das heißt wahrscheinlich im Hero, damit er sofort sichtbar ist, damit sofort gehandelt werden kann, ohne dass jemand scrollen muss. Ganz wichtig natürlich aber auch, ihr solltet auf der Seite selbst auch anbieten, noch weitere Möglichkeiten anbieten zum Handeln. Das heißt, in der Mitte nochmal ein CTA, am Ende. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr jetzt nicht wahllos irgendwo diese Buttons platziert, weil es muss natürlich auch trotzdem nicht aufdringlich sein, ne? Es soll auffallen, aber nicht aufdringlich sein. Deswegen hier als Tipp, es macht Sinn, ein CTA bei vertrauensbildenden Elementen zu platzieren, das heißt bei Kundenbewertung, vielleicht nach ein Testimonial oder wenn ihr eure Zertifikate zeigt, weil ihr da so ein bisschen verbindet, diese, okay, ich schaffe hier Vertrauen und jetzt kannst du uns auch vertrauen und hier quasi einmal raufklicken. Das ist nämlich wirklich bewiesen, dass das die Handlungsbereitschaft ja, steigert. Und auch vielleicht ein Tipp, wenn ihr natürlich eine relativ lange Seite habt und diese Länge der Seite kommt natürlich gerade auf mobilen Endgeräten wirklich immer sehr doll zum Vorschein. Es muss viel gescrollt werden auf Handys. Ein kleiner Tipp, ihr könntet hier einen Sticky Header benutzen, der quasi immer mitkommt, ohne dass er ins Gesicht springt, aber immer da ist, wenn der Nutzer eben runterscrollt. Genau. Ich habe es gerade angesprochen, die Optimierung für alle Endgeräte, ganz wichtig, ihr müsst immer schauen. Es kommen ganz viele natürlich, ganz viele BesucherInnen heutzutage von ihrem Handy rein, von ihrem Smartphone rein. Dementsprechend müsst ihr schauen, dass ihr natürlich auf einem größeren Screen optimiert seid, aber auch für kleinere Screens, dass das ja, dass das wirklich nett aussieht und ansprechend ist. Und mit Hilflo ist das Gott sei Dank alles kinderleicht möglich. Das zeigt Laura euch auch gleich in einer Minute. Noch ein anderer Tipp, haltet die Seite kurz. Keiner scrollt sich minutenlang durch eine Seite durch, um zu gucken, was da unten los ist. Ihr kennt vielleicht Tools wie Heatmaps, könnt ihr ausprobieren. Ihr seht, dass wirklich die meisten Augen oben tummeln und je weiter ihr runter auf die Seite geht, desto weniger Augen sind auch wirklich dann auf eurer Landingpage. Von daher, Landingpage ist dazu da, kurz und knackig zu sein. Für mehr Informationen habt ihr dann natürlich eure Webseite. Und zu guter Letzt, ich habe zwischendurch immer wieder gesagt, probiert euch aus, testet, experimentiert. Eine Landingpage ist perfekt dafür, verschiedene Sachen auszuprobieren. Ganz wichtig natürlich, wenn ihr verschiedene Sachen testen wollt. Und das können zum Beispiel die Überschriften sein. Ihr wollt vielleicht eine kurze gegen eine längere Überschrift testen. Ihr wollt verschiedene Features und Nutzen testen. Ihr wollt gucken, ob die CTA-Labels vielleicht anders benannt werden. Oder ihr wollt auch mal eure Grafiken ausprobieren. Das alles könnt ihr super testen. Nur ein Tipp hier. Ändert immer nur eine Sache bzw. einen Abschnitt, damit ihr am Ende wirklich sagen könnt, was jetzt hier eigentlich besser funktioniert hat. Ne? Wenn ihr natürlich ganz viele verschiedene Dinge auf einmal testet, dann wisst ihr nachher am Ende nicht, was nachher wirklich erfolgreich war und was ihr vielleicht beim nächsten Mal benutzen solltet. Ein anderer Tipp natürlich, ihr müsst auf jeden Fall den Test ein bisschen laufen lassen. Wir sagen immer so, 2 Wochen, mal schauen, je nachdem, wie viel Traffic ihr auch bekommt. Weil je mehr Traffic und je mehr Leads ihr natürlich habt, desto aussagekräftiger ist nachher dann auch der Test. Ne? Also wenn ihr relativ wenig Traffic erstmal generiert, lasst den Test ruhig ein bisschen länger laufen. Habt ihr aber schon innerhalb von 2 Wochen wirklich viele BesucherInnen gehabt und viele Leads gesammelt, dann reicht das oftmals auch schon aus, um zu sagen, was jetzt besser funktioniert hat. Genau. So, das war jetzt alles rund um Aufbau und Best Practices. Und ich hoffe, ihr habt fleißig eure Fragen schon abgeschickt, auf die wir nachher nochmal eingehen können. Und ansonsten würde ich sagen, Laura, springst du mit uns einmal in Hilflo rein? Klar, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich jetzt echt, euch die angesprochenen Tipps und Tricks von Sarah auch in der App zu zeigen. Kurz davor möchte ich einmal ganz kurz sagen, weil ich es jetzt im Chat schon öfter oder in den Fragen öfter gesehen habe.
Ihr müsst nicht mitschreiben zwingend. Euch wird das Recording nachher geschickt. Also keine Sorge, ihr erhaltet alle Informationen. Das wird für euch zugänglich sein. Deshalb macht euch da keine Sorgen, dass ihr jetzt ja jedes kleine bisschen hier mitschreiben müsst. Super, dann würde ich jetzt einmal da auch meinen Screen freigeben. Seht ihr den jetzt alle? Super. Dann passt das ja erstmal. Genau, wir werden auch, wie Sarah schon gesagt hat, mit einer Hero-Section starten. Dafür habe ich zwei Möglichkeiten mitgebracht. Einmal eine einfachere und einmal eine etwas kompliziertere, aber das kriegen wir zusammen schon hin. Lass uns einfach mit der ersten Option starten. Ich schaue so ein bisschen in die Richtung, weil hier mein großer Bildschirm ist, wo ich baue. Das ist für mich ein bisschen einfacher, deshalb ich ignoriere euch nicht. Genau, ich habe hier schon mal einmal etwas vorbereitet, meine erste Hero-Section, wie ihr schon sehen könnt. Wir haben hier einfach ganz normal unsere Überschriften und nachher einen CTA-Button mit einem Hintergrundbild. Sieht natürlich schon sehr, sehr schön aus, aber wir wollen das natürlich jetzt auch einmal nachbauen in Heyflow. Dafür habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben hier schon mal alle unsere Elemente, brauchen jetzt natürlich aber noch den Hintergrund. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Wir nutzen dafür einen Container. Container sind dafür da, um so Elemente nebeneinander zu platzieren oder auch wirklich die Anordnung sehr, sehr gut einzustellen und ganz, ganz viele Möglichkeiten, die zeige ich euch auch in den nächsten Minuten. Aber wir machen es jetzt erstmal ein bisschen einfacher. Wie gesagt, in unserem Container wollen wir einfach einmal alle Elemente reinpacken. Das kann ich entweder über die Pfeile machen oder natürlich auch per Drag and Drop. Ganz einfach. Sieht jetzt ja erstmal ein bisschen komisch aus. Aber das kriegen wir gemeinsam hin. In dem Container seht ihr hier erstmal die Außenbreite, also der Container, der übergeordnete Container. Die Innenbreite ist dann das alles, diese Elemente, die da drin sind. Wenn ihr sie jetzt auch hier seht, wenn ich das einmal auf M stelle, werden schon mal die Elemente so ein bisschen breiter auf den gesamten Bildschirm gezogen. Genau das wollen wir auch hier haben. Dann können wir unter Layout auch einmal anpassen, ob es in Spalten gezeigt wird, also nebeneinander, oder als Zeilen. Wir wollen natürlich Zeilen haben. Dann fehlt ja hier eigentlich noch unser Hintergrundbild. Das können wir ganz einfach unter Aussehen einstellen. Hier können wir nämlich ganz einfach ein Hintergrundbild hochladen. Wenn ich das jetzt einmal gemacht habe, sehe ich das jetzt schon hier, wird direkt hochgeladen. Aber was mir so ein bisschen jetzt auffällt, da ist, das Bild wird nicht komplett angezeigt. Also erstmal könnte ich jetzt zum Beispiel auch die Position ändern, dass ich jetzt hier sage, okay, meine Gesichter sind eher oben, deshalb mache ich das einmal so. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch noch sagen, jetzt wird das Gesicht hier abgeschnitten. Ich möchte meine Elemente anders ausrichten. Das kann ich natürlich auch unter dem Layout machen, dass ich statt der mittigen Ausrichtung eher eine linksbündige Ausrichtung mache. Und zusätzlich könnte ich natürlich auch noch das Padding anpassen, das nach Abstand nach oben ist. Das mache ich auch bei dem Padding, weil der Margin, das ist das, was über dem Element ist. Und beim Padding könnte ich jetzt hier einfach sagen 50, vielleicht auch unten nochmal 50, nicht 500. Und schon sehen wir, dass das Bild ein bisschen größer ist. Finde ich jetzt eigentlich schon ziemlich gut, aber es sieht auch noch nicht ganz so aus wie das Beispiel, was ich euch eben gezeigt habe. Dadurch, dass wir von Sarah schon gehört haben, dass die Farben sehr, sehr wichtig ist, damit natürlich auch ein Fokus drauf ist, möchte ich jetzt hier diese Farben ein bisschen minimieren. Und was ich da ganz einfach machen kann, ist eine Hintergrundfarbe auszuwählen und hier zum Beispiel einfach zu sagen, dass ich dem Ganzen sozusagen ein Layer gebe, dass das Bild nicht komplett jetzt mit den Farben so kräftig angezeigt wird, sondern ein bisschen grau. Und schon ist ja hier meine Hero-Section fertig. Wie gesagt, wir haben hier natürlich jetzt einmal ein Beispiel vom Recruiting. Da ist es auch sehr, sehr wichtig, weil es natürlich, wir sprechen Menschen an, die natürlich potenziell auch bei uns eine Bewerbung abschicken. Deshalb hier arbeitet gerne mit authentischen Bildern erstmal, zeigt das Team, zeigt Personen. Denn das, wie ich gelernt habe in den letzten Jahren, hilft auch da oder hilft am besten für die Conversion. Genau. Etwas anstrengender bzw. anspruchsvoller wird es dann jetzt hier in unserem nächsten Beispiel. Hier haben wir einmal ein Bild auf der rechten Seite und unseren Text hier. Wir haben einen Button und wir haben sogar noch eine Logobar auf der linken Seite. Bedeutet, wir brauchen wieder Container und ich glaube sogar mehr als einen. Was wir hier nämlich machen, wir haben ja erstmal unseren allgemeinen Container. Wie ich euch eben schon gesagt habe, sind Container dazu da, auch mal Elemente nebeneinander anzeigen zu lassen. Jedoch haben wir jetzt ja eigentlich einmal unsere zwei sozusagen Bereiche hier, einmal hier das Bild und aber auch nochmal hier Dinge in einem weiteren Container, damit sie auch da wieder gemeinsam angezeigt werden.
Also, was mache ich nun? Ich packe mir nochmal einen zweiten Container da rein und packe hier erstmal alles, was auf die linke Seite soll, auf diese Seite. Hier muss ich natürlich auch wieder schauen, dass die auch alle in meinem Container erstmal drin sind und dass der untere Container hier auch wieder als Zeile angezeigt wird. Was jetzt noch fehlt, jetzt habe ich ja einmal in meinem Container nur den anderen Container, es fehlt natürlich noch das Bild, das packe ich hier auch einfach nochmal rein. Sieht ja eigentlich schon jetzt ziemlich gut aus, was ich aber eben ja auch schon gesagt habe, die Innenbreite soll sich natürlich über ein bisschen über den Bildschirm auch ziehen. Hier würde ich wieder M nehmen, das passt ganz gut eigentlich. Genau. Wie gesagt, war jetzt ja eigentlich ziemlich einfach. Ihr kriegt das Recording, könnt es danach also auch danach nochmal mit mir bauen gemeinsam. Genau, was hier zum Beispiel auch nochmal interessant ist, wirklich zu sehen, wie sieht das Ganze mobil aus? Wir haben von Sarah ja auch schon gelernt, mobil ist sehr, sehr wichtig, deshalb schauen wir uns das Ganze mal an. Und da muss ich auch wieder sagen, oh, ist mir wieder viel zu gestaucht. Da habe ich aber auch einen kleinen Tipp für euch. Wenn ihr im Container drinne sind, seid, dann beim Layout haben wir hier die Möglichkeit der Spalten und der Zeilen. Wir können aber auch nochmal das Layout direkt nur für mobil anzupassen. Deshalb könnten wir jetzt hier mobil sagen, okay, mobil wollen wir es schon als Zeile machen. Hier sieht es ja ganz gut aus mit unseren Spalten. Zeile machen wir jetzt mobil. Und schon ist automatisch unser Bild darunter, einfach weil wir die Anordnung innerhalb des oberen Containers angepasst haben. Genau. Also wie gesagt, ihr könnt Container in Container in Container und so weiter ziehen, um da zum Beispiel auch schnell, wenn ihr halt eine wirklich sehr, sehr viele Elemente in einem Container habt und da wollt ihr irgendwie auf den Block kommen, zum Beispiel, ich möchte jetzt schnell irgendwie meinen, weiß nicht, meinen Logo-Block finden, könnt ihr auch in der Echtzeitvorschau hier einfach raufklicken. Und schon kommt ihr in den Bearbeitungsmodus von dem gewissen Block, den ihr angeklickt habt. Also so könnt ihr euch so ein bisschen auch Zeit sparen, um jetzt nicht unbedingt in dem ganzen Container rumzusuchen, wo ihr gerade hin wollt. Genau. Ja, das sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus, wie auch eben. Wie gesagt, was wir auch noch machen können, natürlich im Container statt einem Hintergrundbild, was wir eben gemacht haben, eine ganz normale Hintergrundfarbe einfach auszuwählen für unseren Block, sodass das zum Beispiel auch noch so ein bisschen abgehoben wird von dem Rest. Wie gesagt, auch da Container sind ja nicht nur wichtig für unseren Hero-Bereich, sondern auch für den Rest der Landingpage. Da habe ich euch auch schon mal etwas vorbereitet. Und hier können wir auch ganz gut sehen, dass ein Container natürlich, in dem mehrere Blöcke nebeneinander platziert werden oder auch in irgendwie einem Element kombiniert werden, wir da helfen, die Landingpage zu kategorisieren und auch zu organisieren. Es kann also eurer Landingpage wirklich mehr Struktur verleihen, dadurch, dass wir zum Beispiel auch da die ganzen verschiedenen Abschnitte der Landingpage in einem Container unterbringen. Jetzt zum Beispiel auch hier mal unser ganzen Teil mit dem Social Proof der Logos, sodass wir da zum Beispiel auch sagen können, anstatt jedes einzelne Element zu verschieben auf der Landingpage, wenn ihr etwas neu anordnen wollt, den gesamten Container zu verschieben. Das spart euch einfach Zeit, und ja, da wir halt nichts einzeln verschieben müssen. Außerdem, wie eben schon gesagt, können wir halt auch wirklich Akzente setzen, also dass man sich wirklich auch die einzelnen Aspekte beziehungsweise Abschnitte so ein bisschen hervorhebt, also da wirklich auch die User Experience, die Nutzererfahrung ein bisschen verbessert, können wir zum Beispiel auch hier nochmal sagen, gut, jetzt haben wir hier unseren einen Abschnitt. Wir könnten natürlich hier auch nochmal sagen, dass wir eine Hintergrundfarbe auswählen, einfach um das Gesamte nochmal einfacher zu machen, der Landingpage zu folgen und so weiter. Wir können hier unten auch nochmal sehen, hier haben wir zum Beispiel auch nochmal einen schönen Container. Da ist eine Style-Variante hinterlegt. Wenn wir hier auch nochmal auf die Einstellung kommen, sehen wir wieder alles ganz normal, Layout und so weiter, aber auch eine Style-Variante. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Container-Stile auch noch anzupassen, um vielleicht auch da etwas hervorzuheben. Das können wir dann auch im Design nochmal anpassen. Wenn wir jetzt hier auf die drei Punkte klicken oder auch wieder auf unser Design, kommt ihr direkt hin. Container können aktuell nur im Agency- und Businessplan angepasst werden, aber allgemein ist Design natürlich nicht nur bei den Containern wichtig, sondern auch bei allen anderen Elementen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel meinen Lieblingsblock wählen, die Bildauswahl, dann könnt ihr gleich sehen, dass ihr über Presets, also vorgeladene wirklich Design, weiß ich nicht, sozusagen Templates, schon mal euch so ein bisschen Inspiration holen könnt, wie das Ganze aussehen könnte. Ihr habt dann aber auch nochmal die Möglichkeit, wirklich reinzugehen in ein Design-Preset und wirklich
alles bis ins kleinste Detail anzupassen. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, hey, eigentlich ist bei uns alles wirklich sehr, sehr eckig. Dann möchte ich da unsere Eckenabrundung soll 0px sein. Oder ich möchte nochmal schauen, wie der Hover-Effekt und der Schwebeeffekt ist, wenn ich drüber hovere, wie es aussieht, wenn ich etwas aktiv angeklickt habe und so weiter. Also da wirklich könnt ihr euer Design, eure Marke natürlich auch 100% zeigen, was sehr, sehr wichtig ist. Denn das Markenbewusstsein wollen wir natürlich auch bei der Landingpage steigern. Und dafür ist natürlich, ja, sind die Basics wichtig. Sei es jetzt die Primärfarbe, die Sekundärfarbe, natürlich aber auch eure Schriftarten. Deshalb da, ja, nutzt auf jeden Fall alles, was ihr auf der Landingpage auch schon habt, dass das da wirklich eure Marke genau zeigt. Neben dem Design haben wir natürlich aber auch noch andere Möglichkeiten, eure Brand zu zeigen. Das sind zum Beispiel Bilder. Jetzt hier haben wir jetzt gerade, ja, eher so ein paar Beispielbilder genommen für euch. Aber natürlich hier auch wichtig, ihr könnt dadurch eure Produkte zeigen, das Team zeigen und so weiter. Ihr könnt auch hier wirklich GIFs hochladen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch hier das also den Alternativtext anpassen. Das erhöht auch nochmal den Score der Website-Lesbarkeit, was ja auch ganz wichtig ist. Ihr könnt aber zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal bei den Blöcken hier schauen, das sind die Anzeigenblöcke. Neben dem Bild habt ihr auch die Möglichkeit, zum Beispiel ein Fotokarussell zu nehmen. Also, dass der Nutzer wirklich ein bisschen durchswipen kann über mehrere Bilder. Das ist zum Beispiel sehr, sehr gut auf der mobilen Variante. Einfach damit ihr die Landingpage auch nicht ganz so vollballert mit Bildern, sondern dem Nutzer die Möglichkeit oder den NutzerInnen die Möglichkeit gebt, da selbst zu entscheiden, wie viele Bilder sie denn auch am Ende sehen wollen. Genau. Hier mache ich vielleicht mal kurz eine Pause, weil ich finde es richtig schön, dass ihr heute alle da seid und deshalb möchte ich auch euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Denn ihr werdet jetzt als Erste erfahren, woran wir auch gerade bauen. Und das ist nämlich, damit es noch einfacher wird, eure Bilder hochzuladen und nicht immer, ja, das wieder von vorne zu machen, eine Image Library. Also, dass ihr wirklich alle eure Bilder, die ihr jemals hochgeladen habt, auch in anderen Flows nutzen könnt. Gerade das Logo. Also, ich lade zum Beispiel mein Logo dann auch immer wieder neu hoch. Das müsst ihr jetzt in Zukunft nicht mehr machen. Also, da stay tuned. Das wird bald kommen und wird euch hoffentlich helfen, dann noch schneller bauen zu können. Genau. Ja, neben den ganzen Bildern haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit, Videos einzubinden. Das könnt ihr über YouTube-Links oder Vimeo-Links machen. Das ist natürlich auch immer noch mal gut, um euer Produkt-Service noch mal mehr zu zeigen oder auch das Team vorzustellen. Also gerade im Recruiting sehe ich in letzter Zeit auch öfter schon mal sehr, sehr coole Produktionen, um natürlich das Ganze auch da noch mal ja, persönlicher zu machen, authentischer zu machen und so weiter. So. Da sind wir eigentlich auch schon fast bei Social Proof, ne? Genau, Social Proof natürlich. Da, ich glaube, den Block, den ich da am meisten sehe, ist wirklich unser toller Logo-Block. Beim Logo-Block könnt ihr natürlich hier so viele Optionen wie möglich, wie ihr wollt, hinzufügen, könnt auch wieder was entfernen und so weiter. Könnt hier auch nochmal sagen, okay, wie soll die Höhe meiner ganzen Logos sein, die mindeste Lücke dazwischen. Oder vielleicht auch, wenn ihr schon viele Farben auf der Landingpage habt, hier auch direkt sagen, okay, nee, ich will das alles grau anzeigen. Hier zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig, wir können das uns auch nochmal wieder auf mobil anschauen. Hier finde ich nämlich, es wirkt auch wieder da sehr, sehr gequetscht. Wir haben jetzt hier bei dem Block oder bei allen anderen Blöcken auch, also das habt ihr wirklich bei allen Blöcken bei Heyflow, habt ihr die Möglichkeit, die Sichtbarkeit einzustellen. Wie gesagt, ich finde es auf Desktop eigentlich ziemlich schön, deshalb nehme ich es mobil mal raus und kann dann mit Rechtsklick einfach den Block duplizieren. Bei dem Block zum Beispiel einmal sagen, okay, den möchte ich auf mobil anzeigen. Und dann nehme ich vielleicht mal eine Option weg. Bedeutet, hier habe ich das schöne Logo noch auf meiner Desktop-Version. Dann ist es hier auf meiner mobilen Version aber weg und wird mir einfach viel, viel schöner angezeigt. Ich könnte ja hier sogar auch noch sagen, dass ich noch eins wegnehme, damit es noch weniger ja, gequetscht wirkt. Und so habt ihr wirklich sehr, sehr schnell da einmal ja, eure mobile und Desktop-Version angezeigt. Genau. Dann nächster Punkt natürlich auch bei Testimonials, nee, Social Proof sind die Testimonials. Da würde ich das gerne einmal mit euch gemeinsam bauen, weil wir haben jetzt zwar schon viel Container gesehen, aber dass wir es wirklich jetzt nochmal von Scratch auch hier gemeinsam bauen. Wir suchen uns wieder unseren tollen Container. Und was wir hier jetzt einmal brauchen, ist natürlich irgendwie eine Überschrift und ein Bild. So, bei dem Bild. Da würde ich euch empfehlen, wirklich ein quadratisches Bild zu nutzen, also einmal eins. Das können wir jetzt hier auch machen. Ihr habt dann auch hier die Möglichkeit, bei Heyflow das auch nochmal zuzuschneiden, wenn ihr wollt, und könnt dann auch den Ausschnitt nur hochladen.
Wenn das nämlich wirklich einmal eins ist, könnt ihr hier Eckenrundung anpassen und so ganz, ganz schnell das Bild rundlicher machen. Dann wollen wir natürlich auch nochmal hier einen schönen Text einfügen. So, den kopieren wir raus, damit ich nicht ganz so viel hier schreiben muss. So, zum Beispiel hier. Dann könnte ich hier natürlich auch nochmal sagen, gut, ich möchte irgendwie den Text irgendwie auch nochmal ein bisschen größer machen. Ich möchte das vielleicht auch linksbündig machen und habe vielleicht hier nochmal, möchte auch nochmal was hervorheben mit einer Farbe. Aber irgendwie, ja, fehlt mir jetzt noch ein bisschen was. Hier ist der Abstand ja auch ziemlich klein. Kann ich natürlich auch wieder in meinen Container reingehen und kann dann hier unter Layout den Abstand zwischen all meinen Elementen im Container anpassen, dass ich es nicht für jedes einzelne Element machen muss, sondern einmal wirklich im gesamten Container. Außerdem könnte ich natürlich hier auch nochmal wieder, ja, das ein bisschen größer machen. Und jetzt ist mir das Foto hier ein bisschen zu groß und der Text sollte eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen mehr Platz einnehmen. Da kann ich zum Beispiel unter Spalten klicken und die Verteilung anpassen. Also wie viel Platz soll jedes Element einnehmen? Deshalb kann ich hier zum Beispiel einfach sagen, okay, mein zweites Element, der Text, der soll vielleicht hier zwei einnehmen von, ja, dem und die mein Foto nur eins. Und so kann ich ganz, ganz einfach hier auch, ja, das nochmal ein bisschen anpassen und zeigen. Genau. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen sputen. Der nächste Punkt sind Features und Vorteile. Natürlich, Sarah hat schon gesagt, euer Angebot soll herausstechen und natürlich auch die NutzerInnen zum Klicken motivieren. Damit wir das natürlich auch auf eine schön visuell ansprechende Art und Weise machen, können wir hier zum Beispiel mal auch einer meiner Lieblingsblöcke, die Liste nutzen. Bei der Liste ist es nämlich sehr, sehr schön. Wir haben eine Überschrift, die nochmal wirklich kurz und knackig sagt, worum es geht, und aber auch einen Text darunter, der so ein bisschen mehr nochmal Informationen gibt, um die Punkte halt tiefer zu beschreiben. Auch hier könnt ihr zum Beispiel sagen, Kosten, irgendwie, wenn ihr sagt, okay, Kosten 30% senken, das ist super wichtig. Das könnt ihr highlighten. Ihr könnt zum Beispiel auch außergewöhnliche Ergebnisse, das könnt ihr zum Beispiel, wollt ihr nochmal eine Farbe hinterlegen, dass das nochmal irgendwie hervorgehoben wird. Das ist möglich, aber ihr könnt das Ganze auch noch weiter visualisieren über diese netten Icons. Da habt ihr die Möglichkeit, entweder ein Icon auszuwählen. Wir haben dann eine Icon-Datenbank mit über 40.000 Icons, also da ist bestimmt was für euch dabei. Oder auch Emojis oder ein eigenes Bild. Also wenn ihr irgendwie für eure Brand schon eigen erstellte Icons habt, könnt ihr die natürlich auch hochladen. Hier aber noch ein kleiner Tipp von mir. Macht es auf jeden Fall konsistent. Also wenn ihr irgendwo Icons nutzt, dann nutzt bitte im ganzen Flow Icons auch auf den nächsten Seiten. Wenn ihr jetzt hier Emojis nutzt, dann macht es auch da über den ganzen Flow hinweg einfach, dass es konsistent ist und dass auch der Nutzer, die Nutzerin da sich schon wirklich so ein bisschen darauf einstellen kann und dass da auch die User Experience einfach ein bisschen schöner ist. Genau. Was auch hier wieder wichtig ist, Desktop-Mobil natürlich. Auch da können wir entscheiden, wie viele Spalten das haben soll auf Desktop-Mobil. Bedeutet also auch hier wird sich das dann mobil richtig schön anpassen und kann sich dann da auch sehen lassen. Noch ein weiterer kleiner Tipp in der Liste. Ihr könnt das Ganze auch animieren, dass das so ein bisschen noch interaktiver wirkt. Ja, ist manchmal auch ganz nett anzusehen. Genau. Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Punkt, ist unsere Checkliste hier unten. Und der ist eher so ein bisschen für kurze, knackige Informationen gedacht. Also funktioniert dementsprechend auch wirklich besser mit kurzen Sätzen, irgendwie Aufzählungen oder so, was Sarah vorhin schon meinte, die Bullet Points. Da können wir natürlich auch nochmal wirklich ja bestimmte Sachen highlighten. Wir können das Icon auch anpassen auf unserer Icon-Datenbank und natürlich auch die Icon-Farbe, dass es zu eurer Brand passt. Genau. Wenn jetzt euer Produkt, euer Service noch ein bisschen mehr Erklärung benötigt, dann würde ich euch unseren Akkordeon-Blog empfehlen. Der ist nämlich sehr, sehr gut, zum Beispiel um einen FAQ-Bereich, also wirklich Frequently Asked Questions einzubinden. Auch hier könnt ihr natürlich wieder im Text so ein paar, ja, Keywords highlighten und so hat der Nutzer wirklich oder die Nutzerin wirklich sehr, sehr schnell die Möglichkeit, noch weitere Informationen zu erzählen, zu bekommen, ohne dass ja, man viel scrollen muss und alles sich durchlesen muss. So, viel Input. Ich mache noch mal einen ganz kurz letzten Check, weil das ist etwas, was ich in vielen Kundengesprächen bei Heyflow auch merke, was oft fehlt, sind natürlich noch mal zu schauen, macht es bei der Landingpage Sinn, gerade auch mobil, komme ich überall auch gut weiter. Hier finde ich jetzt, passt es eigentlich ganz gut. Ich habe immer einen Button im Blick. Jetzt aber gerade mobil merke ich jetzt so, hier muss ich sehr, sehr viel scrollen.
Vielleicht können wir hier einfach nochmal einen Button hinzufügen. Das können wir auch ganz einfach machen. Wir gehen hier nochmal runter, nehmen unseren Weiter-Button, packen den hier rein und können hier zum Beispiel auch wieder in dem Button sagen, hey, den zeigen wir nur auf Mobil an, weil da ist vielleicht nochmal wichtiger, dass die NutzerInnen mehr Möglichkeiten haben, sich weiter zu klicken. Genau, halt wie gesagt, weniger scrollen nach oben, nach unten und so weiter. Super viel Input. Ich weiß auch, Landingpages bauen kann manchmal ein bisschen tricky sein, aber wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Templates, die ihr nutzen könnt, wo wir wirklich Vorlagen haben für alle Branchen, für alle Use Cases, damit ihr ganz, ganz einfach auch da starten könnt. Könnt natürlich da einfach eure, ja, eure Sachen dann einfügen, eure Inhalte und so weiter. Solltet ihr jetzt schon mal einen Flow fertig haben, dann könnt ihr ganz, ganz einfach einen neuen Flow erstellen mit dem Template. Und was ihr dann macht, ist einfach hier eure Landingpage zu nehmen. Mit Rechtsklick den Screen zu kopieren, in euren Flow reinzugehen, in den hier gehe ich mal rein, und dann könnt ihr ganz, ganz einfach mit Rechtsklick hier auch wieder euren Screen einfügen. Bedeutet also, könnt ihr auch wirklich machen mit anderen Elementen, ne? Also wenn ihr zum Beispiel hier auch eure Überschrift einmal in einen anderen Screen kopieren wollt, macht es einfach hier. Und ihr seht auch hier gleich werden eure Farben mitgenommen. Also das Design passt sich automatisch an vom Design, vom Flow. Müsst also noch die Bilder auswechseln und so weiter. Genau.